In diesem Video werde ich erläutern, ob Musik beim Lernen und Arbeiten hilft. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Viele von euch haben mich gefragt, ob Musik beim Lernen förderlich ist. Oder ist es sogar so, dass Musik die Konzentration herabsetzt? Ich habe mich eingehend mit diesem Thema befasst und natürlich auch eigene Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht und ich werde euch in diesem Video Antworten auf eure Fragen geben. Wir lernen nur konzentriert, wenn wir uns wohlfühlen. Und was kann zu einer angenehmen Lernumgebung beitragen? Richtig, Musik. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass das Gehirn besser lernt, wenn es durch angenehme Klänge stimuliert wird. Relevant dabei ist, dass die Geräuschkulisse konstant ist. Ja, das ist der entscheidende Punkt, denn wenn in der Umgebung Geräusche sind, dann wird die Person abgelenkt. Und eine Ablenkung führt wiederum dazu, dass die Person nicht mehr konzentriert auf das ist, was sie gerade lernt. Weiterhin ist es so, dass durch eine Steigerung der kognitiven Erregung und durch eine Verbesserung der Stimmung die Leistungsbereitschaft erhöht wird. Bevor du dir jetzt aber deine Kopfhörer schnappst und dich mit AC/DC bewaffnet in die nächste Mathe-Klausur stürzt, lass uns die Musik herausstellen, die nicht förderlich ist. Zu diesen Stücken zählt Musik mit Sprache. Das heißt, Musik mit Sprache wie Rap oder Rock kann die Aufnahme von Lerninhalten verhindern. Auch solltest du keine Musik hören, die zu starker Freude oder Traurigkeit führt, also zu starken Emotionen, ja, denn diese Emotionen lenken dich auch wieder ab. Vermeide auch Streaming-Portale, die Werbung streamen, weil dann wirst du durch die Werbung abgelenkt. Ideal eignen sich Lieder mit einem Takt von 56 bis 64 Beats per Minute. Ja, das ist dem Herzschlag des Menschen im entspannten Zustand sehr ähnlich und deshalb optimal für den Lernprozess. Klassische Musik eignet sich hervorragend, beispielsweise von Mozart oder von Bach. Ich empfehle dir, dass du auf die Tonart Dur achtest. Ganz im Ernst, ich habe selbst keine Ahnung, wann ein Lied die Tonart Dur hat. Das habe ich in einem Artikel gelesen. Ich höre einfach klassische Musik. Und was empfehlenswert ist, ist, dass die ein fröhliches Klangbild hat. Das kann dann wiederum deine Stimmung heben. Ich persönlich höre beim Arbeiten vermehrt sogenannte Isochronic Tones. Isochrone Töne senden wahrnehmbare Töne mit gleicher Stärke und hohen Pulsgeschwindigkeiten. Im Internet wird vermehrt behauptet, dass sogenannte Binaural Beats oder auch Isochronic Tones das Gehirn in einen sogenannten Alpha-Wellenzustand versetzen können. In diesem Alpha-Zustand ist das Gehirn in einem Zustand höchster Lernfähigkeit. Ich habe mir zu dieser Art der Konzentrationsmusik Studien angesehen, ich habe mir Artikel durchgelesen und letztlich kann nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass Binaural Beats oder auch Isochronic Tones die Konzentrationsfähigkeit steigern oder das Gehirn wirklich in diesen Alpha-Zustand versetzen können. Ich persönlich gebe nur weiter, wovon ich zu 100% überzeugt bin. Und da ich persönlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100% davon überzeugt bin, dass Isochronic Tones oder Binaural Beats das Gehirn in den Alpha-Zustand versetzen können, werde ich das so auch nicht an dich weitergeben. Ich möchte dir an dieser Stelle aber sagen, dass ich persönlich beim Arbeiten vermehrt und sehr häufig Isochronic Tones einsetze. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass diese auch mit Musik unterlegt werden können und dass diese Musik dann letztlich mit den Beats zu meinen Favoriten zählt hinsichtlich der Konzentrationsmusik. Du musst letztlich für dich selbst entscheiden, welche Musik deine Konzentration am besten fördert und womit du sehr gut zurechtkommst beim Lernen. Ja, Isochronic Tones gibt es beispielsweise auf YouTube, auch auf Spotify und ich werde dir am Ende dieses Videos noch sagen, wo du die Playlist findest, die ich zusammengestellt habe. Noch eine Anmerkung, wenn du schon mal Musik beim Lernen gehört hast und das war nicht dein Ding, dann mach's nicht. Ja, das ist ganz allein deine Entscheidung. Und dieses Video soll dir nur zeigen, dass es möglich ist, Musik beim Lernen zu hören. Und wenn du der Typ dafür bist, dann wird es dir was bringen. Ja, aber entscheid für dich selbst und hör auf deinen Körper, weil der kann dir am besten sagen, was dir gut tut. Fassen wir zusammen. Ja, Musik kann die Konzentration und Leistung beim Lernen nachweislich steigern. Allerdings muss die Musik dafür nach den Kriterien ausgewählt werden, die ich in diesem Video vorgestellt habe. In den Kommentaren habe ich dir eine Playlist verlinkt mit der Konzentrationsmusik, die ich empfehle. Ich empfehle dir, dass du die Musik nicht hier auf YouTube hörst, weil wenn du das machst, dann wirst du wahrscheinlich durch die Werbung unterbrochen werden und dann wird deine Konzentration gestört. Also hör dir die Tracks am besten auf Spotify an.
oder kauft die. Ich habe dir hier nochmal die Playlist zusätzlich verlinkt. Folgt mir auf Instagram, dort poste ich regelmäßig Bilder und motivierende Texte. Das kannst du hier machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe.